Ich habe 69 einen Taxenschein gemacht. Ich bin angefangen bei so einem Taxiunternehmer, der zu mir gesagt hat, pass auf, du bist neu, ich sag dir gleich, du kannst überall fahren, nur nicht auf St. Pauli. Das war für mich natürlich die Ansage, jetzt erstmal gucken, warum nicht, also nichts wie hin. Ich bin gleich an meinem ersten Tag, das werde ich nie vergessen, ich bin nach St. Pauli gefahren und genau an dem Punkt, Millerntor, wo ich rübergekommen bin, übers Millerntor, rein in die Reeperbahn, da habe ich ein Gefühl bekommen, ich kriege jetzt schon wieder irgendwie eine Gänsehaut, da habe ich ein Gefühl bekommen, da hat mich irgendetwas innerlich so gepackt, so gefesselt, ich wusste aber nicht warum. Ich kann mich nur eben an dieses Gefühl erinnern. Heute weiß ich warum. Hier auf St. Pauli war das üblich damals irgendwie, was außerhalb von St. Pauli nicht so üblich war, dass man auch mal eine Tour fahren konnte, ohne die Uhr einschalten zu müssen. Und letztendlich musste man auch nur das abrechnen, was auf der Uhr ist. Also das heißt, das, was man ohne Uhr fährt, konnte man behalten, ohne es abrechnen zu müssen, nannte sich Sieger damals. Man konnte hier Sieger fahren. Der Taxiunternehmer wusste das, ich wusste das nicht. Habe ich natürlich schnell rausgefunden, ist klar. Aber das war der Grund, weswegen er nicht wollte, dass ich hier meine Touren fahren, damit auch alles schön in seine Tasche kommt. Ne? Wie auch immer. Okay. Ja, das hat sich hier in St. Pauli alleine schon mal dadurch ergeben, weil die ganzen Huren, die hier gearbeitet haben, die hatten damals immer die Auflage, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Und dann gab es hier so zwei Straßen weiter, hier an der Max-Brauer-Allee, da gab es da so eine Stelle, da mussten die immer hin und wurden dann untersucht und dann haben sie die Genehmigung bekommen, wenn sie gesund waren, dass sie jetzt wieder weiterarbeiten können für, weiß ich nicht mehr, 4 Wochen, keine Ahnung, ungefähr so in dem Dreh und dann mussten sie wieder hin. Und die sind natürlich dann immer von ihrem Arbeitsplatz hier auf der Reeperbahn immer dahin gefahren mit der Taxe. Und das hat damals, war eine Taxe nicht teuer, ich weiß nicht, vielleicht hat das da 3 Mark gekostet oder so, aber von denen gab es 5 Mark statt 3 Mark, war Einheitspreis immer 5 Mark zum, die Stelle, wo sie immer hingefahren sind, hieß Bock damals, sie mussten immer zum Bock. Und gab es immer 5 Mark und ohne Uhr. Das war natürlich sehr reizvoll hier, aber das eigentliche Reizvolle war für mich, wo wir noch beim Taxifahren sind. Ich habe damals so gerne Auto gefahren, dass ich eigentlich, wenn ich es gehabt hätte, bereit wäre, dafür zu bezahlen, dass ich es darf. Ey, und jetzt, alle Viertelstunde ist irgendeiner eingestiegen und hat mir auch noch Geld dafür gegeben. Ist nicht zu fassen, es ist so ein Traumjob. Also abgesehen davon, dass man nur noch das macht, worauf man Lust hat, Tag und Nacht, wenn man will, und auch noch davon leben kann, abgesehen davon, ey, die ganzen unterschiedlichen Menschen, die man kennenlernt, ey, das alleine hat seinen Reiz, diese Vielfalt von Menschen, die, so unterschiedlich sie sind, und dann auch nicht nur diese Vielfalt von Menschen zu sehen, sondern auch den Unterschied, wenn sie jetzt am Tag ganz normal und gesittet ihrem Ding nachgehen, in die Taxe einsteigen und sich so zeigen, wie man sie eben am Tag sieht. Und anschließend, wenn man dann als Taxifahrer nachts unterwegs ist und dieselben Menschen wieder irgendwo aufgabelt, wenn sie irgendwie voll breit sind und irgendwie ihre sämtlichen Masken haben fallen lassen und nur noch sie selber sind, wie unterschiedlich alleine ein einzelner Mensch sein kann. Ey, faszinierend. Also ich muss sagen, ich bin viel unterwegs gewesen in meinem Leben, also nicht nur innerhalb von St. Pauli, auch ansonsten. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, weil das auch mein Bestreben ist, weil ich Menschen liebe. Und weißt du, und je mehr ich kennenlerne, umso besser. Aber niemals habe ich irgendwo es so deutlich und extrem gesehen wie hier auf dem Kiez, wirklich. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so ätzend und abgewichst ist wie hier. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau gesehen, die so liebenswert und so herzensgut ist wie hier.
das ist wirklich extrem deutlich. Und es ist alles vorhanden, wirklich. Es ist vom Feinsten. Also St. Pauli habe ich durch die Texte kennengelernt. Ja. So, und dann war es natürlich mein Bestreben, immer hierher zu kommen, nach St. Pauli, ganz. Auch hierher zu ziehen, auch hier zu wohnen. Und das Problem war nur, ich wollte nicht so knallhart vorgehen, weil St. Pauli war eigentlich auch ein verrufener Ort und ich hatte Familie, weißt du, eine Frau, ein kleines Kind, und diese jetzt an einen verrufenen Ort zu bringen, was für Probleme allein in der Verwandtschaft und was weiß ich nicht alles, weißt du, weil jeder dachte ja, St. Pauli ist was Schlechtes. Ich hatte jetzt festgestellt, dass das nicht so ist und wollte natürlich dahin, aber keiner hatte Verständnis dafür, weil jeder das anders sah. Einschließlich meiner eigenen Familie. Ja, okay. Letztendlich hat mir geholfen, damals eigentlich meine Familie nach St. Pauli zu bringen. Mein Freund Rainer, der war hier damals Pastor hier an der St. Pauli-Kirche. Und ich hatte ihn kennengelernt. Wir waren quasi befreundet. Und der bot mir plötzlich an, du pass auf. Ich habe keinen Küster mehr, ich brauche wieder einen. Das ist ein Job, den kannst du nebenbei machen. Willst du nicht bei mir als Küster arbeiten? Das ist quasi wie ein Hausmeister, da brauchst du nur ein paar Stunden irgendwie am Tag und so. Das kannst du wirklich nebenbei machen. Aber es hat auch den Vorteil, nicht, dass wir zusammen was machen. Hatte er auch Lust drauf, ich auch. Du bekommst hier auf dem Gelände über dem alten Kindergarten, da ist eine Wohnung, bekommst du auch eine Wohnung. Küsterwohnung. So, gehört dazu, zu dem Job. Das war natürlich der Hit, meine Familie zu überzeugen. Ey, ich werde Küster, Kirche, St. Pauli und eine Wohnung gibt es auch und jetzt ziehen wir um. So, und dann, Gott sei Dank, hatte ich es geschafft und seitdem lebe ich eben halt auch in St. Pauli. Und was hast du gefragt?